Ja, hallihallo ihr Lieben, wie im letzten Video schon angekündigt, kann ich euch heute schon eine kleine Sneak Peek auf das neue Catrice Sortiment geben, denn im Juli wird es die Limited Edition It Pieces geben von Catrice. Das ist eine Limited Edition aus Neuheiten des Standardsortiments, die ihr dann eben bekommen könnt und die ins feste Sortiment reingehen. Ich weiß natürlich schon, was sonst noch ins Sortiment kommt, darf euch das aber nicht erzählen. Aber bevor ich euch jetzt hier die Nase lang mache, zeige ich euch, welche Produkte in der It Pieces LE drin sind. Und zwar haben wir als erstes die Velvet Matte Lidschatten. Es handelt sich hierbei um matte gebackene Lidschatten, wenn ich das richtig sehe. Finde ich mega spannend. Es gibt sie in insgesamt 4 Farben, von Weinrot über Grau und eben verschiedene andere. Also das, finde ich, hat super hohes Trendpotenzial und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Als nächstes haben wir den Duo Eyeshadow Brush und ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich persönlich bin kein Freund von so Doppelpinseln. Ich weiß immer nicht, wo ich den hinlege. Klar, wenn man ihn einfach in die Reisetasche tut, dann ist das in Ordnung. Für zu Hause im Pinselständer hast du immer eine Seite, die irgendwie über die Wupper geht. Also qualitativ sind die Catrice Lidschattenpinsel oder überhaupt die Catrice Pinsel vom Preis-Leistungs-Verhältnis immer gut. Also wir schauen einfach mal, was der kann. Dann gibt es natürlich eine neue Mascara und das wird nicht die letzte sein. So viel kann ich euch schon mal verraten. Und es handelt sich um die Lash Extension Volume Mascara. Was da sehr spannend ist, sie hat eine mega Mini-Bürste. Also ne, nicht immer größer, besser, weiter, breiter, dicker bei den Bürsten, sondern die ist wirklich sehr, sehr klein. Und angeblich soll sie die Fasern, die in der Mascara sind, ganz bis an den Wimpernkranz ranbringen und dadurch die Wimpern wirklich sehr schön voll und voluminös aussehen lassen. Ich bin gespannt. Meine persönliche Lieblingsmarke bei Mascara ist ja Catrice. Insofern ist das vielleicht was für mich. Dann wird es außerdem die Lash Boost Lash Extension Fibers geben, die ihr mit eurer aktuellen Lieblingsmascara kombiniert. Ihr tuscht die Wimpern mit einer Schicht, dann kommt der Lash Boost drüber und dann wird nochmal geschichtet mit eurer Lieblingsmascara. Und das Ganze soll wirklich so bam, Wimpern führen. Also auch da freue ich mich sehr, das beim Catrice Event auszuprobieren. Die nächste Neuheit ist der Tinted Glow Lip Balm. Das ist ein Lip Balm, der genau wie der Lippenstift von Catrice, der quasi auf der Lippe die Farbe wechselt, je nachdem welchen pH-Wert eure Lippe hat. Und das Ganze haben sie jetzt in einen Lippenbalm gepackt, was ich persönlich wirklich klasse finde. So habt ihr Pflege und Effekt in einem Produkt. Noch viel spannender als den Lipbalm finde ich aber tatsächlich den Beautifying Lip Smoother. Das ist ein Produkt, was sozusagen eure Lippe ein bisschen glatt ziehen soll, kleine Lippenfältchen ausbügeln soll und zusätzlich noch einen kleinen Touch Farbe drin hat. Also das hört sich extrem spannend an und ich bin sehr gespannt, es auszuprobieren. Und der Bereich Nagellack darf nicht fehlen und deswegen sind auch 5 neue Nagellacke einer völlig neuen Nagellacklinie sozusagen im neuen Sortiment. Ihr kennt sie vielleicht schon, es handelt sich hier um die Million Brilliance Lacke, die es ja in der LE vom März schon einmal gab. Wenn ich das richtig sehe, haben sie hier sogar ein neues Glasfläschchen genommen, was ein bisschen von der Form her an Chanel erinnert. Also da bin ich sehr gespannt und diese neue Range wird es in insgesamt 5 Farben geben. Ja, da ist doch schon mal das ein oder andere Interessante dabei, aber ich kann euch versprechen, das war noch nicht alles. Da kommen noch ein paar Knaller. Und bevor ihr jetzt abschaltet, solltet ihr unbedingt dranbleiben, damit ihr erfahrt, was das Thema des nächsten Videos ist. Ja, wenn ihr meinen Channel noch nicht kennt, dann unbedingt abonnieren. So gehen euch keine News flöten, vor allem jetzt im nächsten Monat, wenn eine Sortimentsumstellung nach der nächsten kommt. Ich habe euch hier unten nochmal mein letztes Video verlinkt, welches ihr euch auch unbedingt anschauen solltet. Und im nächsten Video erwartet euch mal wieder eine Faktenflut und das über ein Produkt, was ihr euch gewünscht habt. Und in diesem Sinne sage ich einfach ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Eure Coco.